Ja, hi, hier ist der Florian. Ich grüße euch und ja, ich möchte jetzt ein paar Fragen beantworten. Und zwar habe ich ja vor kurzem, ich rufe das nochmal auf, hier in der Facebook-Gruppe gefragt, zu welchen Themen braucht ihr denn aktuell Hilfe? So, da war natürlich irgendwie viel dabei zum Thema Equipment, richtige Kamera und so weiter. Da mache ich auch noch Videos zu, aber ich möchte jetzt in erster Linie mal auf die Frage von der Annette eingehen. Und zwar hat sie gefragt, ob ich einen Tipp habe, wie sie ja Bilder verkleinern kann. Und zwar hat die Annette ihre Fotos immer direkt als JPEG aus der Kamera verwendet. Und ja klar, wenn sie dort, oder Annette, wenn du dort in der größten Auflösung, ich sag mal mit, keine Ahnung, 15, 18, 20 Megapixel fotografierst, was ich auch grundsätzlich immer erstmal empfehle, also die maximale Auflösung der Kamera nutzen, dann sind natürlich die JPEG-Dateien, die du dort aus der Kamera bekommst, ja, ein paar Megabyte groß. Kommt halt drauf an, auf die Auflösung der Kamera, 5, 6, 8, 10 Megabyte, was auch immer. Und ja, für den Upload und ja, für das Internet, für das Web ist es einfach viel zu groß. Die Ladezeiten sind dann viel zu lang. Wir brauchen einfach im Internet kurze, knackige, schnelle Ladezeiten, weil sonst geht uns der Website-Besucher wieder flöten, weil ihm das alles zu lange dauert. So, und da gehe ich jetzt mal auf 1, 2, 3 Tools ein, die ich kenne oder die auch hier zum Beispiel vom Dennis Klinger genannt worden sind. Also shortpixel.com kannte ich bisher auch noch nicht, habe ich mir mal angeguckt. Und früher in der Gruppe hatten wir schon mal was Ähnliches. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gepostet hatte, aber da hat jemand die Website tinypng.com schon mal gepostet. Ich zeige euch jetzt mal beide und zeigt ja euch aber auch, wie ich das ja, empfehlen würde. Also wir schauen uns mal hier als erste Lösung TinyPNG an. Hier kannst du kostenfrei PNG oder JPEG-Bilder ja, komprimieren. Und zwar hier bis zu 20 Bilder gleichzeitig. Aber, und jetzt kommt schon die Einschränkung, maximal 5 Megabyte darf ein Bild sein. Jetzt kann es natürlich schon sein, dass die JPEGs, die du aus deiner Kamera bekommst, schon größer als diese 5 Megabyte sind. Dann musst du hier schon irgendwie auf die Pro-Version upgraden. Die kostet dann ja, hier $25 für ein Jahr. Dann kannst du aber auch bis zu 25 Megabyte große Dateien hochladen. Also hier musst du einfach gucken, kommst du mit diesen 5 Megabyte klar? Dann ist es kostenlos und dann ist das auch relativ easy. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar hier, das ist jetzt mein simuliertes Foto, weil ich habe keine JPEGs aus der Kamera, ich fotografiere im RAW-Format. Aber hier habe ich mir einfach mal ein Bild exportiert. Ein JPEG, das hat 4,5 Megabyte Größe und ist 5184 mal 3456 Pixel groß. So, das kannst du dir dann jetzt einfach, ups, hier in dieses Feld reinziehen und dann arbeitet das jetzt erstmal ein bisschen. Er lädt jetzt also das Bild hoch und irgendwann kommt dann die Meldung, zack, es ist fertig. Da gucken wir uns dann gleich mal das Ergebnis an. Ich habe das hier auch schon mal vorbereitet. Ja, können wir gerne mal reingucken. Also, wenn ich jetzt hier dieses Tiny PNG, wenn das dann gleich fertig ist, mach mal hier wieder von der Kamera. Also das ist das Bild von der Kamera hier oben. Und jetzt im Vergleich, zack, hier ist das Bild aus TinyPNG. Man sieht eigentlich von der Qualität mit dem Auge gar keinen Unterschied. Nochmal hier das Original aus der Kamera und hier TinyPNG. Also ich kann jetzt auf die Schnelle hier eigentlich groß keinen Unterschied feststellen. Das Bild ist allerdings nicht mehr 4,5 Megabyte groß, sondern nur noch 2,9. Also ungefähr die Hälfte, na nicht ganz, keine Ahnung, hier so 1,6 Megabyte kleiner ist das, ne? Aber 2,9 ist immer noch relativ groß fürs Internet, eigentlich immer noch nicht zu gebrauchen. Und jetzt hier sieht man auch, er ist fertig, minus 35%, also 35% komprimiert. Und ich könnte mir das jetzt hier downloaden und dann habe ich das Bild. Ja,
Aber wie gesagt, 2,9 Megabyte ist immer noch relativ groß. Und man sieht auch hier, er hat an sich an der Bildgröße nichts verändert. Er hat hier irgendwie immer noch diese 5184 mal 3456 Pixel. Das ist einfach für das Internet viel zu groß. Also bedingt hier geeignet. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich die Möglichkeit habe, hier über diese Pro-Version, habe ich jetzt nicht reingeguckt, kann sein, dass ich hier die Chance habe, auch die Auflösung entsprechend zu reduzieren. Da müsste man mal in Ruhe gucken. Okay, also das ist Tiny PNG. Dann gibt es hier auch noch das zweite, was der Dennis Klinger hier vorgeschlagen hat, shortpixel.com. Auch hier habe ich mich mal kurz umgesehen. Also es gibt hier die Möglichkeit, entsprechend free, das heißt hier 100 Bilder pro Monat frei zu reduzieren. Und dann gibt es hier auch entsprechende Abo-Modelle. Ich habe einfach jetzt mal diese Free-Version mir angeguckt. Bin hier oben auf Compress gegangen, also Image Compressor. Hier kannst du ein bisschen mehr, also bis zu 50 Bilder hochladen und maximal 10 Megabyte. Also schon mal das Doppelte als eben bei TinyPNG. Und wenn du dich hier einloggst, kannst du auch diese Restriction sozusagen, also diese Hürde abschalten. Könnt ihr euch ja mal registrieren mit dem Free-Account, ob man dann auch mehr als 10 Megabyte hochladen kann. Aber wie gesagt, hier 10 Megabyte, auch hier kannst du einfach dieses Bild reinziehen. Dann lädt er das hoch, analysiert es und spuckt dann gleich ein Ergebnis aus. Habe ich auch schon mal vorbereitet hier, Shortpixel-PNG. Ich mache das mal groß. Das ist also das Ergebnis. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Tiny-PNG. Hier. Ich switch mal hin und her. Und ehrlich gesagt, sehe ich hier mit dem bloßen Auge auch wirklich eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Und auch im Vergleich zum Kamerabild kann man hier eigentlich ja, keinen sichtbaren Unterschied feststellen. Also eigentlich schon ein sehr gutes Ergebnis. Und das Bild hier ist nur noch 1,8 Megabyte groß. Also die Kompression ist nochmal deutlich größer bei ja, nahezu gleichbleibender Qualität. Aber auch hier das Problem, immer noch 1,8 Megabyte sind für das Internet noch viel zu groß. Die Ladezeit ist immer noch viel zu lang und auch hier seht ihr, die Auflösung wurde nicht angetastet. Es sind immer noch diese 5184 x 3456 Pixel. Ja. Also von daher, man könnte jetzt hier hinten nochmal spielen. Also es gibt ja drei Möglichkeiten, das Ganze zu komprimieren. Ich habe jetzt einfach nur mal diese erste Möglichkeit probiert. Da hat er jetzt um 59% reduziert. Das ist schon ordentlich. Aber man könnte jetzt, wie gesagt, hier nochmal mit diesen beiden anderen spielen. Ob da noch ja, mehr bei rumkommt, habe ich jetzt mal nicht gemacht. Ne? Aber das könnt ihr gerne mal tun. Ja, und jetzt zeige ich nochmal, wie ich das empfehlen würde und wie ich es auch für meine Kunden und für meine eigene Website mache. Dazu gehe ich hier in Lightroom. Und zwar ist es das Programm, wo ich meine Bilder zu 95% fertig mache und bearbeite. Kann man aber letztendlich auch in Photoshop oder auch in Photoshop Elements in der Software, könnte man das jetzt auch machen, was ich mache. Und zwar geht es ja um dieses Bild hier letztendlich. Entschuldigung. Und ich gehe jetzt hier mal in den Exportieren-Dialog, weil hier stelle ich meine Exportparameter ein. Und ich exportiere das Bild immer als JPEG und nicht in 100% Qualität, sondern ja 80. Aber ihr könnt hier auch mal experimentieren, auf 60 oder 50 runtergehen. Es geht ja darum, dass die wahrgenommene Qualität nicht abnimmt. Also so eine gerade noch annehmbare Qualität, wo man sagt, das passt, das fällt keinem groß auf, dass das vielleicht ein bisschen ja, unschärfer ist. Genau, also ich sag mal hier 80, 60 sind gute Werte. Da kann man einfach auch ein bisschen experimentieren und mal verschiedene Qualitäten sich ausgeben lassen, gucken, wie groß die Datei ist von der Dateigröße und ob ihr mit der Qualität noch cool seid. Ja? Ich mache jetzt einfach mal hier 80 und jetzt wichtig, die Bildgröße. Ihr habt ja eben gesehen, diese Webseiten,
die rühren die Bildgröße nicht an. Die Pixel bleiben oder die Bilder bleiben in der Auflösung so groß wie das Original. Aber fürs Internet, ja, langt eigentlich deutlich weniger. In der Regel sage ich immer so, 1280 ist völlig ausreichend. Wenn jetzt jemand ein bisschen mehr will, dann mache ich mal 1920. Das ist dann Full HD Auflösung sozusagen. Aber ich nehme hier jetzt einfach mal 1280 Pixel bei einer Auflösung von 96 Pixel pro Zoll. Diese 96 Pixel pro Zoll, das ist ja der Wert, den Standard-LCD-Displays eigentlich haben. Das Problem bei mir ist, ich habe ein MacBook Pro mit einem Retina-Display, das hat 220 Pixel pro Zoll. Das hat zur Folge, dass auf meinem Display die Bilder etwas unscharf aussehen. Deswegen habe ich noch einen kalibrierten Monitor, wo ich die Bilder eigentlich in der Regel bearbeite. Aber das nur am Rande. Ja, und wenn ich das jetzt hier so exportiere, mache das jetzt mal hier auf den Schreibtisch, beziehungsweise nein, mache ich nicht. Ich habe das schon vorbereitet. Ich habe mit diesen Parametern, ich gehe jetzt mal auf Abbrechen, eben schon das Bild exportiert, nämlich hier Lightroom. Und jetzt seht ihr schon mal, das Bild hat nur noch 881 Kilobyte. Ist immer noch relativ groß fürs Internet, hat aber nur noch 1280 mal 853 Pixel. Und wenn man das jetzt mal größer macht, da sieht man jetzt doch schon von der Qualität, wenn man jetzt mal hier das von Short Pixel daneben liegt, ich mache jetzt, schalte mal um auf mein Lightroom, ist etwas kleiner und es ist auch nicht mehr ganz so knackig scharf. Das liegt jetzt aber auch daran, dass ich ein Retina-Display habe. An einem normalen Computerbildschirm wäre die Schärfe hier einfach auch, würde besser rüberkommen. Das ist einfach, ja, ist ein Nachteil von diesen hochauflösenden Displays, muss man einfach zugeben. Genau. Und jetzt könnte man einfach hier nochmal sagen, ich exportiere das Ganze nur mit 60%. Speichere das mal hier auf dem, jetzt dauert das kurz, hier auf dem Desktop. Ich ziehe mir das mal hier in den anderen Ordner, wo die anderen Bilder auch liegen und vergleiche das jetzt hier mal. Also das ist 60% Qualität und das ist 80%. 60%, 80%. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Auge nimmt dort nicht wirklich einen Qualitätsunterschied wahr. Ne? 80%, 60, 80, 60. Also hier kann man gut auch auf 60% Qualität runtergehen und dann ist das Bild nur noch halb so groß, 462 Kilobyte. Ja, und so mache ich es. Und das sind so ja, meine Tipps und Tricks zum Thema Bildkomprimierung. Wenn ihr da noch andere Wege habt, dann könnt ihr das gerne hier unter das Video posten. Ich meine, ich bin ja auch nicht der heilige Gral hier. Vielleicht gibt es da Mittel und Wege, die ich gar nicht kenne. Und ja, achtet bitte aber auch immer drauf, wenn ihr zum Beispiel Bilder hochladet in WordPress auf eure Website oder ImmoWelt oder so. Meistens werden dort die Bilder auch nochmal komprimiert. Also vielleicht nicht immer schon aus Lightroom heraus in 80 oder 60% Qualität komprimieren, sondern da vielleicht doch ein bisschen besser, weil häufig werden bei ImmoWelt und so weiter auch nochmal richtig die Bilder komprimiert und dann kann es euch passieren, dass dann nach dem Upload die Bilder wirklich ja scheiße aussehen, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für den Ausdruck. Da achtet einfach ein bisschen drauf. Ja, wie gesagt, wer hier noch Tipps und Tricks hat, Ergänzungen, bitte einfach posten und ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Adios, amigos.